Er reagierte zur Pause, der Bayern-Coach nahm einen Doppelwechsel vor. James Rodriguez und Kingsley Coman sollten anstelle der beiden Mittelfeldspieler Arturo Vidal und Corentin Tolisso Kreativität und Tempo ins Münchner Angriffsspiel bringen. Der Volloffensivplan hätte bei einer Großchance von David Alaba, 48. und einem Kopfball von Robert Lewandowski, 51. gleich aufgehen können. Umgekehrt boten sich den Kölnern nun mehr Räume für Konter, bei denen der agile Klünter mehrmals davon sprintete, im letzten Moment aber von den Bayern gestoppt wurde. Müller legt für Lewandowski auf. Nach exakt einer Stunde fiel das Kölner Bollwerk. Jerome Boateng schaufelte den Ball hoch in den Strafraum. Müller lief quer durch den 16er, legte ganz stark mit dem Hinterkopf auf Lewandowski ab, der aus wenigen Metern einschoss. Kurz darauf verpasste Kölmann das 2:0. Ein Kopfballlaufsetzer des Franzosen nach Buttengesetzflanke prallte an die Latte. Kurz vor Schluss musste Bayerns Ersatztorwart Tom Starke den knappen Sieg sichern, als er einen Schuss von Klünter parierte, 87. Das war kein perfektes Spiel von unserer Seite und wir müssen darüber nachdenken, was wir besser machen können, sagte der erleichterte, aber selbstkritische Lewandowski in der Sportschau nach Abpfiff. Ohne den verletzten Leon Goretzka fehlte dem S04 Präzision im Zuspiel in die Spitze und überhaupt Tempo. So entwickelte sich ein wenig unterhaltsames Spiel. Das Highlight der ersten 45 Minuten war das spektakuläre Führungstor, Amine Harit tanzte auf der rechten Seite Philipp Max aus und Dai Santo lenkte dessen Flanke mit der Hacke ins Tor. Augsburg kommt zurück. Als Burgstaller kurz nach Wiederanpfiff einen Kopfball von Naldo zum 2:0 über die Linie spitzelte, schien die Partie entschieden. Doch Augsburg zeigte sich keineswegs beeindruckt. Stattdessen begann die Baumelf ihr Heil in der Offensive zu suchen und kam kurz darauf durch Jace Olku, 54. und Alfred Finnbogason, 57. zu vielversprechenden Tormöglichkeiten. Wenig später belohnten sich die Augsburger, nach einem Eckball von Max traf Kaiopi per Kopf zum Anschlusstreffer. Als Schiedsrichter Sven Jablonski nach einem Foul von Okcipka an Gregoritsch nach Konsultierung des Videobeweises auf Strafstoß entschied, ließ sich der Österreicher diese Chance nicht entgehen und glich aus. FCA wird nicht belohnt. 10 Minuten vor dem Ende war damit für beide Mannschaften wieder alles offen. Die Zuschauer wurden nun endgültig entschädigt für den müden Kick der ersten Hälfte. Harit kam im Strafraum nach einer Attacke von Hitz zu Fall, Jablonski pfiff sofort Elfmeter. Caligiuri ließ Hitz keine Chance. In den Schlussminuten warfen die Augsburger noch einmal alles nach vorne, der durchaus verdiente Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt. Mich ärgert die erste Halbzeit, die haben wir ein bisschen verschlafen, sagte Augsburgs Verteidiger Max. Schon am kommenden Spieltag können er und sein Team es im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg besser machen. Heidel, Augsburg hat das richtig gut gemacht. Das Potenzial dazu hat der FCA, wie auch Schalke-Manager Christian Heidel zugab, Augsburg hat das in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht und wir weniger gut, es war eine ganz knifflige Aufgabe, gab Heidel zu. Die nächste Aufgabe am Wochenende bei Eintracht Frankfurt wird sicherlich nicht einfacher.